So, hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Ja, heute speziell ausnahmsweise mal eine Doppelfolge von Erfolge, ja, klar mit K. Eine Folge von Dungeon Lords. Das kommt daher, da ich jetzt eine neue Aufnahme da ich jetzt anders aufnehme. Und da ich gerade sehe, dass mein Flopstar auf falschen Ort ist, habe ich das gerade umgeschoben. Ja, genau. Gut. Wieso, wie ich das jetzt mache? Ich werde mich wie einige andere Let's Player ein bisschen anders mit meinen Aufnahmen handhaben. Ich werde immer in 15 Minuten Parts schon aufnehmen. Damit weil ja, genau, weil ich mehr Videos raushauen will, beziehungsweise nicht nur von zwei Spielen zum Beispiel. Das hat einmal den Vorteil, ich kann wieder vier Spiele Let's Playen. Ich nehme am Tag eine Stunde, habe für jedes Spiel eine Viertelstunde zusammen. Bei einigen Spielen wird sich's nicht lohnen, wie Fire Emblem und Heroes of Might and Magic, aber ich werde es trotzdem tun. Und den Vorteil hat es eben, dass ich mehr Parts raushauen kann, ihr mal wieder ein bisschen mehr von mir zu sehen habt und ich auch mal meine ganzen Projekte unterbringen kann. Daher habe ich mich für das entschieden. Gut. Und das ist auch der Grund, warum heute eine Doppelfolge von Dungeon Lords kommt. Da ich von Dungeon Lords noch eine Folge auf Lager habe, aber ich heute schon anfangen will mit den 15 Minuten Parts, weil ich das mal ausprobieren will, ob das gut läuft oder nicht. Deswegen ist das jetzt mal so. Und mir fällt gerade ein, ich habe meine Festplatte noch gar nicht leer gemacht. Ja, das war ganz schlau von mir. Das muss ich echt mal sagen. Egal, ich denke mal, 15 Minuten wird das schon aushalten. Wenn nicht, dann ja, ist das schlecht. Naja, egal, ich werde es sehen. Wenn nicht, mache ich den Part nochmal. Und ja, noch ein Vorteil, da ich das jetzt aufnehme, habt ihr es jetzt jeden Tag, wenn ich es hochlade, aktuell die Folgen. Von dem Tag, wo ich es hochgeladen habe. Sprich, keine veralteten auf Lager mehr, sondern immer jeden Tag aktuell. Und jeden Tag werde ich eine Stunde dafür haben, um da mal was zu machen. Bin ich mir wirklich sicher, dass das so läuft. Gut. Wir sind auf dem Weg zum Detroff-Tempel. War das Detroff? Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest ist das hier total beschissen, da hier wirklich in dem ganzen Gelände diese Einebnungen sind, in die man, ja, in die man reinfallen kann. Ja, Dreadoff war das. Ich würde doch gerne mal wissen, wie viel Schaden wir machen. Da wir ja doch jetzt zusätzlichen Schaden machen durch unsere neue Fähigkeit, diabolisch Zauberfeuer, die wir der letzten Stufe durch den Zauberer bekommen haben. Und ja, das werde ich mal sehen, wie das wird. Ich habe ja noch einige Zauber dazu gekauft, wie man sieht. Da sind wir jetzt richtig mächtig. Und da ich noch nie beim Detroff-Tempel war, werde ich das erstmal suchen und hoffen, dass ich ihn finde. Da müsste ungefähr hier in die Richtung sein, wenn man das mal so auf Maps sieht. Und ja, ich hoffe immer, dass meine Festplatte das aushält. Die letzten 10 Minuten noch, weil es sind ja schon wieder 5 Minuten vergangen. Das ist extrem. Ich sag, ich werde es erstmal mit dieser Aufnahmesache, also mit diesen 15 Minuten pro Aufnahme mal probieren, ob es klappt. Und der Tempel sieht ja mal geil aus. Boah. Also, Respekt. Muss ich schon mal sagen. Gut. Den betreten wir mal.
Was ja Dungeon Lords typisch länger dauert. Sind wir ja schon gewohnt. Und so. Der nächste Dungeon hat hiermit begonnen. Der Daedroth-Tempel. Muss man dazu sagen, ist eins der Dungeons für die Relikte der Macht. Welches wir hier gerade betreten haben. Ich würde doch gerne mal wissen, was wir da bekommen haben. Ein Höllenspieß. Das ist, denke ich mal, nichts Besonderes. Nö, ein Kriegsspeer. Auch nichts Besonderes, bin ich wirklich. Wir haben den Kriegsbogen ja auch noch eine Weile schon bei uns. Die Mittnergemasche, auf die müssen wir noch warten. Und ein Schild der Dämonen. Das sieht natürlich echt herrlich aus. Aber das werden wir nie anlegen können, da wir keine schweren Schilder benutzen. Das liegt daran, dass ich nicht die Fähigkeiten dafür habe. Und wir haben ja mal wieder schon eine Truhe, die ich nicht selber entschlüsseln werde. Kann ich das wieder rausnehmen? Machen wir es so. Und Schlag. Da ich ein paar kleine Probleme mit meiner Maus habe, will ich das jetzt nicht wirklich an die Spitze treiben. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach per Schlag. Haben ein paar Stiefel gefunden. Bestimmt... Ne, Imperiale. Sind aber nicht so gut wie unsere Mietnierstiefel. Da haben wir einen echten, einen Traumfund gemacht. Hier ist ein Schloss. Und was ist das? Oha. Es wird bestimmt was Böses sein. Ja, bin ich mir sicher. Heiltrank. Ja. Da kommt doch gleich die erste Frage. In welche Richtung gehe ich? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einen neuen Bogen. Ist das... Oh, komm schon. Der Elfengiftbogen. Genau den ich... Den wollte ich haben. Eben durch diesen Giftschaden. Auf den habe ich schon ewig gewartet und jetzt haben wir ihn. Hervorragend. Hervorragend. Das ist einfach nur hervorragend. Die Aufnahme beginnt echt spitze. Und ich denke mal... Ja. Lass uns gleich mal hier überraschen. Von diesen Ninjas. Weil ich von denen ja mal gar nicht gerechnet habe. So, dann Untergang. Boom. Oh, die beherrschen wir sogar noch besser als die Feuernova. Und das ja, es überlebt bei mir, klar. Ninja First muss da stärker sein. Aber gibt dafür auch dementsprechend Erfahrung. Ja. Und Erfahrung ist ja immer schön. Oha. Ja, der Dungeon gefällt mir ja schon mal. Was war das denn? Eisige Berührung? War das als Ausbruch? Ja, eisige Berührung. Zauber, die ich nicht... Zauberer! Dämon? Nee, danke. Nee, danke. Macht's gut. Und 60 Schaden. Die Menge lässt sich sehen. Muss man sagen. Also, ich finde die wirklich... ist... sehr... ist das Blut? Das ist Blut. Boah. Ich will nicht wissen, warum hier Blut ist. Ganz ehrlich. Und weg mit euch, doofen Viecher. Ich will echt nicht wissen, warum hier Blut ist. Oh mein Gott. Wer weiß. Und dafür, dass ich mir wirklich diese 15 Minuten Aufnahmen sehr kurz vorstelle, sind die von der Dauer her, finde ich sie eigentlich ganz okay. Und ich denke mal, bei den nächsten großen Mob werden wir mal die Ausbruchsnova probieren, da wir jetzt eine neue Rolle gefunden haben. Und da können wir das, denke ich mal, machen. Und was ist... Fahrstuhl?
Naja, hier kommen wir nicht weiter. Aber da wir nicht weiterkommen, gehe ich erstmal auf die andere Seite. Ich will gucken, was auf der anderen Seite ist. Denn das ist mir wirklich wichtig. Denn ich will wissen, vielleicht verpassen wir auf der anderen Seite was. Das kann ja gut sein. Vielleicht auch nicht. Aber ja. Das Risiko will ich nicht eingehen. So, mittlere Rüstung. Damit kommen wir unserer Mietnergamasche ein Stückchen näher. Was mir sehr gefällt. Und wir laufen mal hier entlang. Der Boden gefällt mir hier überhaupt nicht. Und das Ding da vorne auch nicht. Kann ich aber nicht aufmachen. Gut, wir müssen den einen Weg gehen. Das steht uns fest. Okay. Gut. Bin ich komplett überzeugt davon, dass wir da lang müssen? Weil Schlüssel für Schlösser haben wir ja noch nicht. Von daher. Super. Und dass sich hier der Fußboden ändert, das gefällt mir überhaupt nicht. So, und hier haben wir unsere Ausbruchsnova. Oha. Wir sind aber stark. Einen Schaden spüre ich ja überhaupt nicht. Muss ich mal so sagen. Aber okay, die haben nicht wirklich so die Übersperre, die so wirklich extrem Oberschaden machen. Von daher. So, jetzt will ich aber wirklich wissen, ist das irgendwas? Das ist wirklich. Das sieht extrem nach Blut aus. Da kommen wir nicht lang. Boah. Das ist ja. Hier ist irgendwas. Ach so. Das ein Schalter? Nee, das ist kein Schalter. Schalter sehen ja anders aus hier. Nun gut. Und ich würde sagen, was oberhalb des Fahrstuhls sind, sehen wir morgen. Also, schönen Tag noch und vergesst nicht. Ja, was sollt ihr nicht vergessen? Keine Ahnung. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.